So, wir könnten jetzt eigentlich schon die ersten Paladine bauen. Ach, da kommt wieder Frischeisen. Frischfleisch kann man schwer sagen. Es ist Frischeisen. Om nom 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 nom. So, lebendige Eisenstücke, so was Komisches. Stellt euch mal vor, ihr. Vor. Stelle euch ja mal vor. Ja, aber nee, ernsthaft mal. Stellt euch mal vor, eure Gabel wäre lebendig. Würde anfangen, euch zu stechen oder sowas. Das macht einem Angst. Das ist ein Hinterhalt. Oder eine Schöpfquelle. Eine Schöpfquelle fliegt so durch die Luft und schlägt euch zusammen. Das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Also lebendiges Eisen kann schon böse, ziemlich böse sein. Oder eine Bratpfanne. Ich meine, wenn die Bratpfannen schon selbst anfangen zu schlagen, dann sind die Frauen ja überflüssig in der Welt. Upsa. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ups. Manchmal bin ich doch froh, dass die Zuschauerrate irgendwie. Auf YouTube gibt es allerlei Tools, wo man so Sachen angucken kann. So der Altersdurchschnitt von den Leuten, die beim Bezug gucken. Und auch Geschlechtsangabe. Und ich weiß, dass der allergrößte Teil männlich ist beim Zugucken. Also kann ich unbesorgt sein, wenn ich solche Witze mache. Ich glaube 96%, 97%, irgendwie so war das. Das heißt, ich kann unbesorgt sein, kann jede Menge Frauenwitze machen und brauche nicht Angst zu haben, dass ich irgendwann aus der Tür rausgehe und von einer ganzen Riesengruppe von Frauen zusammengeschlagen werde. Ja. Wer hatte diesen Albtraum nicht auch schon mal? Was kann man jetzt noch machen? Paladin haben wir erforscht. Wir können noch unsere. Kann sein, dass ich den doch schon mal gebaut habe. Naja, wir bauen auf jeden Fall mal zwei, dass wir die mal angucken können. Aber vielleicht habe ich die doch schon mal gebaut und präsentiert. Ansonsten bauen wir aber Paladine. Palalalala. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Na gut, das sind zwar keine Zwerge, aber so beim Hacken muss ich immer daran denken. Ich weiß nicht wieso. Na gut, ich weiß schon wieso, aber. Ach, ist jetzt auch egal. Jetzt fange ich wieder an, mich selbst in Frage zu stellen und dann fängt es wieder mit der Selbstverzweiflung an und dann falle ich vom Stuhl. Werd ohnmächtig. Ist mir zwar noch nie passiert, aber die Angst besteht. Durchaus. Hallöchen. Und. Oh. Und. Oh. Das Und. ist ein Hinterhalt. Oh. Na, nochmal, komm. Oh. Aber jetzt. Oh. Das ist ein Oh, kommt schon, Hinterhalt. jetzt schafft ihr es aber. Oh. Und? Nö. Nö. Oh. Ganz ehrlich, ich hätte es euch gegönnt. Wenigstens einmal. Die Armen, die tun mir schon fast leid. Mit eisernen Tränen in den Augen müssen sie ihre Frostbolzen auf mich werfen. Obwohl sie ganz genau wissen, Bereit, dass es Augen nichts offen bringt. halten! Einsatzbereit, Augen offen halten! Nicht, dass ich sich jetzt hier von Eisenförderschutzverein angeschrieben werde. Wie kannst du nur das arme Eisen quälen? Hast du denn keine Gefühle? Wir schieben ein großes Stück Eisen zurück ins Meer, wenn es am Strand liegt. Was machst du? Du schneidest es in der Mitte durch. Du herzloses Stück. Ja. Auch bis wir die erste Nahrung haben, das dauert halt bei der Getreidefarm ewig. Muss erst mal wachsen. Dann pinkelt wahrscheinlich jeder von den Mitarbeitern persönlich auf jede einzelne Pflanze drauf, dass das ein bisschen wächst und gedeiht. Dann gucken sie erstmal ein paar Tage lang zu, lassen die Sonne drauf scheinen, tun außerdem einmal drüber treten, dass sie nochmal neu pflanzen können.
bis sie sich dann schließlich nach 3 bis 4 Wochen entschlossen haben, dass sie das ganze Getreide einfach einfliegen lassen und dann wird es ins Nahrungslager gebracht. Das ist der Sinn der Getreidefarm. Ganz toll. Kompetente Mitarbeiter. Habe ich das schon mal erwähnt, dass das echt toll ist, kompetente Mitarbeiter zu haben? Ja, das ist klasse. Upsa. Immer noch keine Nahrung. Aber wir haben auch nichts zum Jagen hier. Außer wir essen Holz oder sowas. Ich jage einen Baum. Oh Gott. Jetzt geht die Fantasie wieder los. Ich jage einen Baum. Ansonsten, Fische gibt es auch keine. Wir haben keine andere Möglichkeit als diese verdammte Getreidefarm, oder? Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Schauen wir nochmal. Jagdhaus, okay. Eine Möglichkeit. Fischehütte, miep. Schmelze, ja, die liefert natürlich auch Nahrung, aber nur für die Eisernen. Getreidefarm haben wir gerade. Fischezunft, miep. Und das war's. Cool. Oh. Zum Glück gibt's hier nicht diese Ereignisse von Stronghold. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Nein. Das wäre so gemein. Oh. Guck mal, was unsere lieben Paladine mit den guten Eisernen machen. Na gut, die müssen sich erstmal alle selbst buffen. Das ist so Aufmerksamkeitsdefizit. Aber jetzt. Denkt nicht, dass es einmal 18 Schaden macht, dass es ein Dot, der drauf gesetzt wird. Also, wir kriegen jetzt einen Effekt drauf, wie zum Beispiel, wenn man brennt. Und das macht immer wieder wiederholt 18 Schaden. Und das ist sehr, sehr gut, wenn wir gleich auf einen drauf schießen und. Gebt das Zeichen. Nicht gleich sterben. Einsatzbereit. Und ich finde ein paar Eisernen. Erwarte Befehl, verstanden. Notfalls kann ich hier noch heilen. Wisst ihr was? Ich bin mal gerade eure Heilbitch. Und heil für euch. Guckt mal, ich mache fein Aura der Heilung rein. Dann könnt ihr alle glücklich sein. Das war wieder der Reim des Jahres. Aha. Ich finde es aber irgendwie doof, dass unsere dunklen Elfen nicht durch ein Portal laufen können. Haben die dann eine Abneigung? Sind die in ihrer Kindheit durch ein Portal geschmissen worden? Und können seitdem niemals mehr durchgehen. Oder irgendwie sowas. Hey, wir haben die erste Nahrung. Das ist so cool. Das können sich die Einheiten sogar regenerieren. Im Mana. Apropos, wenn ich schon mal bei dem Thema bin, baue ich gleich mal ein paar mehr Nahrungslager. Denn das gibt wieder mehr Regeneration. Können unsere Paladine öfter zaubern. Auf geht's. Die ganze Welt ist glücklich. Nahrung werden wir wohl nicht so schnell zusammenbekommen, dann werden wir damit stürmen. Das schaffen wir doch wohl. Ich sage ehrlich, das wird man alleine schaffen, als unsere Einheiten werden uns Hilfe leisten. Wir machen das natürlich in der Völkeransicht, die ganze Schlacht. Wir werden unseren Spaß haben. Ich kann in der Zeit mal ein bisschen erkunden. Ich erkunde nur, ich... Nur falls ich angegriffen werde, wehre ich mich. Also ich laufe jetzt mal einfach mitten in die gegnerische Basis rein. Ich erkunde sie natürlich nur. Und falls ich angegriffen werde, wehre ich mich. Und die Gebäude, die mich schräg anschauen, müssen auch sterben. Nö, das machen wir alles mit unseren... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Drohnenkrieger, zu mir! Dann mache ich eben die Hauptmänner. Aber den Rest mache ich mit meiner Armee. Guckt euch doch mal an, wenn sowas vor euch steht, da braucht ihr euch nicht schief anzuschauen und ihr zerfallt in alle Einzelteile ein Stück. Ich möchte, dass man die einfach mal so ein Lieber niederstüchert. Da ist ja mal Aussehen und Stärke überhaupt nicht ausgeglichen. Die Sache ist ja auch die, wenn ich jetzt den Schwierigkeitsgrad auf schwer schalten würde. Nein, mein Hypnotist, mein armer Hypnotist. Bleibt standhaft, erwarte Befehle. Können wir Paladine mehr bauen? Gebäude wurde errichtet.
Also, wenn ich den Schwierigkeitsgrad jetzt auf schwer schalten würde, dann werden die Gegner nicht stärker. Also von leicht zu mittel ist ein Unterschied in der Schwierigkeit. Also da sind die Gegner ein bisschen stärker. Also auf leicht werden die noch leichter. Auf normal sind sie ein bisschen stärker im Kampf. Und auf schwer werden sie zwar nicht stärker, aber es werden mehr. Das heißt, wir kämpfen nicht gegen 10 Pappschilder, sondern gegen 15 Pappschilder. So im direkten Vergleich. Auf mein Zeichen. Ich meine, am Anfang des Spiels, besonders jetzt noch im Schlund und in Gottwall, was wir gesehen haben, und andere Passagen, wo das Spiel noch wirklich sehr knifflig ist, da ist es dann wirklich sehr hart. Aber hier macht es im Endeffekt kaum einen Unterschied. So unglaublich mehr sind es dann auch nicht, durch schwer. Ein Stück. Aber jetzt nicht übertrieben viel. Also würde ich so sagen, ja, etwa 50% mehr. So grob geschätzt. Ja, die Paladine kommen auch noch mit dazu, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir werden jetzt auch eine Heilung reinmachen und werden stürmen. Bereit für den Kampf. Los, bewerft auch ihr mich mit Kacke. Ja, das macht Spaß. Da stehe ich drauf. Ich habe da so eine gewisse Neigung zu. Gut. Kommt da noch was? Ah, Hallöchen. Du darfst auch mitmachen. Boah, auf die Entfernung habt ihr es gehört. Boah, das ist Wahnsinn. Alles klar. Und außerdem vermisst ihr auch etwas. Die Büffelrevolution hat bis jetzt noch gar nicht stattgefunden. Die muss natürlich auch noch kommen. Das werden wir noch mitnehmen. Die Büffel werden uns alle auslöschen. Hallöchen. Schaut mal, das ist mein Mann. Komisch. Ist auch so. So, ich lasse die auch da an, um schön alles zu heilen. Man sieht kaum was in der Ansicht, weil ich fett von Eis produziert bin. Produzieren wir schon. Ja. Eis geholt. Wo ist hier kein Hund? Sklave mehr. Keine Hunde. Sklave werden wir, wenn wir uns weigern, nicht hätten. Wir haben nicht zwei. Deswegen zieht der Herr uns halt noch die Scheibe. Oh, ich habe keinen Mann, um mich zu heilen. Das ist ein ganz davon. Was ist das? Wow, wie groß ist der? Gebt euch das mal. So, mach mal bitte aus und regeneriere dein Mana ein bisschen. Das ist aber echt übel groß. Gebt euch das mal an. Oh. Ja, das war jetzt sogar mal halbwegs. Verstärkt die Verteidigung! Ich bin begeistert. Aber jetzt heilen wir uns einfach mal wieder. So. Bitte, darf noch mal von vorne anfangen. Gebt das Zeichen. Das ist einfach hart. Verstärkt die Verteidigung! Jawohl! Befehl verstanden! Und wir brechen weiter durch. Ja, Stufe 27 wird uns noch sagen. So, einmal die Zone Heilung noch reinschmeißen. Na, das sind die großen, die wir letztens schon gesehen haben. Das kam mir spontan jetzt größer vor, als ich mir vorstellen. Was ist so? Gebt das Zeichen. Vorsicht, sie sind hier. So. Was haben wir denn da? Und ja, das war tatsächlich dann alles. Das war schon alles, was wir mit unserem Trupp machen konnten. Es gab nur dieses eine Lager. Das, was ihr hier seht, ist der dritte Abschnitt. Auf mein Kommando. Deswegen mache ich das jetzt nicht extra in der nochmal großen Extraaufnahme. Und das passt schon so. Einsatzbereit. Augen offen halten. Einsatzbereit. Schulterplatten eines Prinzeps finden wir sehr oft. Verstärkt die Verteidigung. Schaut, da kriegt jetzt immer wieder die 18, weil er den göttlichen Zorn drauf hat. Und da unsere Paladin auch mit jedem Schlag nur so 12-13 Schaden machen, ist der Zauber um einiges effektiver. Jawohl. Schaut. Und so, Dunkelelfen hätten dann mehr Probleme gehabt, bis auf die
Havox und die Hexenmeister. Die hätten es eigentlich auch ganz gut Einsatz hingebracht. Bereit. Gebiet sichern. Gebt das Zeichen. Unterwegs. Sturmbrecher. Das sind halt auch leckere Schilde. Wenn wir so einen anziehen könnten, ich meine, da hätten wir nochmal 5% Kampfgeschwindigkeit drauf. Da bräuchten wir aber Schilde. Im Nachhinein bereue ich es jetzt, dass wir keine Schilde geskillt haben. Aber Hallmagie ist auch gut. Und die Sturmläufe. Die sind eigentlich auch sehr gut. Wenn ich die jetzt vergleiche mit der Rüstung von Amra. Warte mal kurz. Mit den Amras Beinplatten. Na, unser Kleiderschrank wird immer größer. So, 55, 5, 5, 5. Na gut, 100. Die Rüstungsklasse ist halt gewaltig hoch. Hier hat man halt 5% Laufgeschwindigkeit drauf. Ich persönlich finde Amras Beinplatten immer noch am besten. Und es schaut halt am besten aus, wenn ich jetzt zu Amras Rüstung den Sturmläufer anziehe. Es läuft doch keiner rum. Sehe ich doch aus wie ein Hofnarr oder sowas. Auf mein Kommando. Vorwärts. So, habe ich noch irgendein Teil bekommen? Sofort. Ich glaube, da müsste jetzt irgendein Teil von dem Schlüssel fallen lassen haben. Der Kommandant da. Einsatzbereit. Müsste ich jetzt eigentlich haben. Alles klar. Den ersten Teil haben wir unten gefunden bei diesem komischen Geisterkrieger. Und den zweiten Teil haben wir, ja, von dem Kommandanten da bekommen. Ein halber oktagonaler Schlüssel. Die brauchen wir, um hier durchzukommen. Schulterplatten habe ich bereits erwähnt. Da ist niemals ein Sinn einprogrammiert worden. Also, das deutet halt sehr, sehr stark darauf hin, dass die noch was reinmachen wollten. Weil wenn sie die Idee wieder verworfen hätten, direkt, dann hätten sie es auch wieder raus entfernt, den Gegenstand. Ich glaube mal sehr stark, dass sie es am Ende machen wollten, wenn die Zeit nicht gereicht hat. Aber auf die eine Quest jetzt, egal. Eine schwarze Metallplatte verschließt das Tor. Eine achteckige Aussparung ist zu erkennen. Okay. Den oktagonalen Schlüssel einsetzen. Bam, bam. Okta? Was heißt Okta? Ganz genau 8. Also oktagonal würde dann heißen... Schwer zu sagen. Achtseitiger Schlüssel? Könnte eigentlich hinkommen. So. Alles klar. Dann... Portal zum Obsidianberg. Wie hieß denn das andere Portal eigentlich? Sehen wir nicht mehr. Was sehen wir hier? Zum Sumpf. Okay, Sumpf. Ach, da. Sumpf und mittlere Ebene. Und jetzt geht's zum Obsidianberg. Und beim Obsidianberg gibt es die finale Schlacht. Mit unseren Helden. Ich habe ja gesagt, die letzte Mission bietet nochmal alles, was man sich wünschen könnte. Also, dann kommt herbei. Ich aktiviere schon mal den Seelenfels hier vorne. Und dann geht's Richtung Finale. Oh Gott, das Zeug, das machen wir mal eben. Ihr schaut mal eben nicht hin, liebe Helden. Ich vergnüge mich mal eben ganz kurz. Ihr habt uns schon einmal besiegt, nicht wahr? Wann hat uns der Seelenschmied schon mal besiegt? Das ist langsam. Kann man jetzt... Oh. Vielleicht meint er ja das eine Mal bei Bönigen, als die zwei Eisernen auf uns zu sind. Die rennen ja direkt auf uns zu und normalerweise stirbt man da. Als ich das erste Mal durchgespielt habe, bin ich da auch gestorben durch die zwei. Wenn man da unvorsichtig rangeht, dann zerhäckseln sie ein. Ja, das waren so zwei eiserne Soldaten, 13, aber da waren wir ja selbst Level 5 oder so und die zerhacken einen halt einfach ruckzuck. Zack. Seht ihr? Die Eisernen fallen nicht einfach um. Da verschwindet die Seele, so gesehen, hier raus und die werden neu erschaffen vom Seelenschmied. Das heißt, die Eisernen, wo uns hier entgegenlaufen, kommen in einer Endlosschleife. Aber da die nur Level 13 sind, können wir da auch nicht farmen. Ja, aber vielleicht meint er das damit, dass eigentlich die zwei Eisernen mich da mal getötet haben. Was auf dem Weg? Vielleicht ist auch ein anderer Ansatz gemeint, aber ist jetzt schwer zu sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, was damit gemeint ist. Vielleicht blufft doch einfach nur. So im Sinne von, ha, du hast dein Gedächtnis verloren. Ich hab dich ganz damals mal besiegt, weißt du es noch? Runenkrieger, Seele weg. Zu mir. Kommt wieder neu. Genau mit der. So. Jetzt senken wir den Schwierigkeitsgrad nochmal um einiges, indem wir hier das ist ein bisschen
Er kann Eiswelle. Das ist toll. Ihr könnt euch an die Steinwelle erinnern. Genau wie die Feuerwelle. Drei Stück. Und da kommen halt drei Eisbälle, die auch gleichzeitig mit einfrieren. Dino, das Frost ist Stufe 9. Nett. Dann machst du noch deinen untoten Diener dazu. Die Eiselementare können auch einfrieren. Das ist sehr schön. Du noch einen zweiten untoten Diener. Dann hier auch in der Trägheit. Da ist drin. Das passt, das passt. Alles klar. So, meine Engel. Für die Freiheit. Ach Gott, unser Kämpfer macht auch um die 50-60 Schaden. Die Schattenrüstung gibt dann auch noch genug Werte, dass er sehr oft trifft. Okay, dann alle an mich heften. Scheißt auf mich! Scheißt auf mich, Wiesberg! Ich glaube, ihr Vertrag ist ausgelaufen. Wird aber ganz schön gut das aussehen in Level 15. Ja. Guck mal, ich bin in ihm drin. Spürt ihr auch diesen Hauch der Zweifeligkeit? Also ich nicht. Der schaut echt fast so aus wie wir damals. So viel. Das ist auch wieder eine schöne Zweideutigkeit, als ich meine jetzt, ach, egal. Ich kann eure perversen Fantasien einfach nicht mehr ertragen, jetzt reicht's. So, ich mache jetzt einfach weiter. Hm. Ein eiserner, eisernes Waffeleisen, was soll das sein? So ein Trim. Hallo. Tschüss. Ein eisernes Waffeleisen, das hat schon Stil. Wollte ich auch immer mal haben. Das ist ein Hinterhalt. Ein eiserner Unterwäsche. Oh nein. Hey, die machen's kaputt. Ich habe nichts übersehen zum Aufsammeln, oder? Nö, alles klar. So, Zauber plus 10%, wenn wir zaubern würden. Hm. Wenn wir nur zaubern würden und sagen, Nahkampf ist uns scheißegal, könnten wir rein theoretisch auch zwei solche Kugeln in die Hand nehmen. Fragt sich, ob es jetzt wirklich so viel bringt, weil man kann auch mal als Magier natürlich auch ein Schild in die Hand nehmen, dass man mehr aushält. Aber rein theoretisch würde es gehen, man nimmt zwei Zauberkugeln in die Hand. Sieht so aus, als würde man so einen Rassel-Samba-Tanz machen. Aber egal. Oh, erster Metallkeil. Aber auf jeden Fall kann man dann sehr, sehr schnell zaubern. Und wenn man sich rein als Magier ausbaut, komplett und ohne ein bisschen Kampf und sowieso nicht in den Nahkampf will und sich sowieso im Hintergrund hält, zwei solche Rasseln in die Hand nehmen, ist eigentlich ganz cool. Man zaubert sehr, sehr schnell. Was habe ich jetzt? Ja, ich habe Schlachtruf angemacht. Hallöchen. Und? Wie geht's deiner Frau? Auch gut, sehr schön. Oh, erster General der Eiche. Hi. Und? Was ist los? Was? Ehrlich? Nee. Oh, boah, das ist ja Wahnsinn. Okay, alles klar. Tschüss. Ah, die sind eigentlich ganz gesprächig, die Eiche. Ich sollte nur wissen, was sie sagen. Plus ein bisschen Geld. So falle er in. Auf das er dort versinkt. Schrott.
höchstpersönlich. Wir denken hier ans Recycling und daher kommt altes Eisen einfach mal weg. Wird gesammelt und ich meine, wir haben ja schon einen 35-seitigen Kleiderschrank drin, da kommt ein paar Eisenstücke auch mit. Das bringen wir dann alles zum Wertstoff hoch und können mal gucken, dass das so ein bisschen. Das sind ja schon mal eins. Ich glaube mal, es hat wenig mit Spoilers zu tun, wenn ich es euch sage, aber später in Shadow of the Phoenix. Also Nekromanten können ja so Skelette beschwören und so untote Goblins, wie ihr hier seht, und auch solche Schrecken. In Shadow of the Phoenix kann man, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar schon in Breath of Winter ging, aber auf jeden Fall in den Add-ons, kann man als Nekromant irgendwann auf sehr, sehr hoher Stufe Eiserne beschwören. Dann tut man sich echt eiserne Diener herbeizaubern als Nekromant. Finde ich sehr cool, auch wenn ich nicht weiß, wohin der Sinn liegt, weil nur der Seelenschmied kann eigentlich solche Eisen erschaffen. Wie man das selbst jetzt nicht kommend hinkriegt, keine Ahnung, aber wird schon irgendwie gehen. Hallo? Geht's noch? Wer hat mich da eingefroren? Eiskalt, Jungs. Wahnsinn. Als ich auf einen Angriff kommen, wenn jetzt richtig derbe Lügen schnitzen, nein. Angst machen. Aber eins muss man schon sagen, die Jungs, die Spell versammelt hatten, hatten schon wirklich Kreativität, diese Eisenhänden zu entwickeln. Die haben auch richtig Stil mit den Eisernen. Ich mag die Eisernen. Ich finde es so schade, dass sie irgendwie so schwach sind im Dorf. In den Add-ons sind so einiges härter. Hier werden sie einfach irgendwie. Hier sind es wirklich die Hauptfeinde, wirklich das Große und das Ultra. Die Endgegner, wenn ich das so nennen darf. Die auch das ganze Spiel über angekündigt werden. Die fallen dafür im Vergleich einfach zu schwach aus. Ich mag die Eisernen wirklich so cool. Darf ich mal mitkämpfen? Gut, dann macht ihr es eben. Ich möchte ihn aber plündern. Dankeschön. Ah!